Egal, ich kümmere mich um ihn. Leute, wenn ihr auch den Impuls habt, dass Andy einfach die Fresse halten soll, seid ihr hier richtig. Willkommen bei Advance Wars. Im letzten Part haben wir uns mit Drake gebattelt. Wir hatten ein krass Zeitlimit, aber selbstverständlich haben wir das locker easy dominiert. Und nun battlen wir uns mit Eagle. Let's go. Jetzt lege ich los. Halt einfach dein Maul, Andy. Let's go. Siegesschwingen. Eagle ist immer ein unangenehmer Gegner, der ist einfach richtig krass. Boah, wir haben echt viele Einheiten tatsächlich. Aber keine Möglichkeit neu zu produzieren, wie ist der? Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich mit Eagle zu tun habe. Es wird Zeit, den endgültig auf seinen Platz zu verweisen, Bruder. Wenn du von fucking Handy auf deinen Platz gewiesen wirst, ja. Dass du beschissener bist, dann weißt du, dass die Kontrolle über dein Leben verloren. Ich kriege ihn und frage ihn dann, warum er mir hinterherjagt. Ich träume wohl. Andy, meinst du das ernst? Fühlst du dich wohl? Hörst du etwas im Schilder? Kommt schon, Leute. Ich fürchte, ihr wisst nicht, was es heißt, ich zu sein. Danke für diese tolle Übersetzung. Diesem Gespräch konnte ich gut folgen. Mal sehen, was Eagle so hat. Ziemliche Chaos-Map, muss ehrlich sein. Ziemliche Chaos-Map. I don't know. Ja, dieser Jagdpanzer ist relativ wasted, weil er erstmal durch den ganzen Wald muss. Aber der Bomber ist halt arschgefährlich. Oh Gott, oh Gott. Ja, wie wollen wir da am besten vorgehen? Da ist noch ein Bomber. Da ist noch ein paar Jäger und noch mehr Bomber. Oh, I see, I see. Habe ich Bomber? Ich habe einen Bomber. Das ist ein bisschen was wert tatsächlich. Ich denke, ich würde sogar so anfangen wollen, dass ich mit den Heli direkt hier hinfliege und hier schon mal Stunk mache, weil die Jungs können eh nichts machen. Was soll der fucking Raketenwerfer gegen den Heli machen? Ein Scheiß, richtig. Heißt, wir ballern da schon mal ein bisschen rein. Dann können wir schon mit dem Bomber rüber. Ja, oder? Ich guck doch mal drüber. Ja, aber eigentlich ist safe. Und dann ballern wir erstmal den Jungen hier aus dem Leben. Als ob der Raketenwerfer überlebt. Ich raste aus. So, tschüss, Alter. Gut. Als nächstes muss ich mir noch mal ein paar Gedanken machen. Ja, ist so, also die Scheiße hier ist mir sowieso so kackegal. Das ist unglaublich. Wichtig ist nur dieser Ort hier. Und dieser ganzen Bomber und der ganzen Shit. Deswegen, werden wir unsere Jäger schon mal in die richtige Richtung setzen, würde ich sagen. Ich muss eigentlich nur hier auf das Flak achten. Sonst ist alles chillig. Dementsprechend, kann ich einfach direkt hier fliegen. Da erreicht mich das Flak ja nicht. Das ist super entspannt. Die anderen Jungs, die machen eh keinen Stunk. Vielleicht übersehe ich was, aber irgendwie sind wir mal ausnahmsweise in einer besseren Position als der Gegner. Kann das sein? Okay, wie auch immer. Okay, hier können also nur Bodeneinheiten rein. Ja, wie soll ich denn dann meine ganzen anderen Fuck-Einheiten hier rüberbringen? Gar nicht, ne? Ja, dann Pech. Scheiße. Ja gut, dann fahre ich mit dir schon mal hier nach oben. Und dann brauchen wir einen Köder für den Bomber hier. Und ich würde vorschlagen, ich habe meinen Köder hier gefunden. Das ist perfekt. Dann fahre ich mit den Huse noch mal so nah wie möglich ran. Ja, das kann ich meinetwegen erobern. Kann ich noch ein bisschen was reparieren. So. Ja. Dann chillen wir. Du kannst schon mal hier einsteigen oder so. Und auch schon mal, ja, hier in die Richtung düsen. Bam, badabab, bam, bam. Ja, gut. Und dann die anderen Einheiten, die kann ich irgendwie nicht gebrauchen, weil ich komme ja nicht, obwohl, ich könnte mich hier so rumschlängeln. Ich glaube, das ist gedacht, ne? Was anderes kann ich mit diesen Einheiten eh nicht anfangen, also werde ich das wohl tun müssen. Da müssen wir erstmal durch den Wald und so. Ach, wie nervig. Wie weit kann ich nochmal schießen? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, wenn ich mich also hier hinstelle, 1, 2, 3, 4, 5. Gerade so erwischt die andere Scheiße, oder nicht? Ist nicht optimal. Aber ist okay. Ich will mich mal hier hin, mach mal Ration erstmal auf alle, ey. Kann ich den da hinfahren?
Und du kannst einfach dir am Pimmel spielen. Let's go. Drake ist zwar überzeugt von seiner Hypothese, aber ich glaube sie nicht. Andy, dich schnapp ich mir jetzt. Habe nicht das Gefühl, dass du mich schnappen könntest, mein Lieber. Oh, der kommt direkt mit Beinbombern hier lang. Das ist natürlich gefährlich. Aber ich habe noch Missiles. Ja, das war vorherzusehen. Die Einheit bringt mir eh nichts. Also wirklich gar nichts gegen seine Kräfte. Als ob. Es wird nichts bringen. Doch zwei Schaden immerhin. Wow. Richtig impressed. Ich zwinge ihn quasi schon, seine Einheiten alle zu bewegen. Und jetzt müssen wir erstmal uns um die Jäger hier kümmern, bevor die gefährlich werden. Euer Bomber kann die und meine Jäger eh nicht angreifen und dementsprechend müssen wir uns da erstmal drum kümmern. Und dann ist der Bomber, der drüben rumhängt, einfach nur ein kleiner Snack. Ja. So, tschüss, Alter. Bam, 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 bam. So, prima. Dann kannst du eigentlich dich schon mal hier um die Panzer hier kümmern. Very nice. Kümmerst du dich mal um den Bruder hier? Der Raketenwerfer kann ich ja meinetwegen noch mal ein bisschen auffallen. Das juckt unsere Flugeinheiten tatsächlich eh nicht. Also Wayne. Der Bruder kann meinetwegen erstmal hier hingehen und da chillen. Das ist okay. Und darum kümmern wir uns jetzt hier einmal. Ja, nicht so geil, wie ich mir das erhofft habe, um ehrlich zu sein. Der kommt auch nicht ran. Das ist scheiße. Er erobert erstmal diesen Kram hier. Weit kommt der rum? Leider weit. Ja gut, der Jagdpanzer ist natürlich auch ein bisschen nervig. Können wir theoretisch... Nein, ich wollte ihn da nicht... Ach, scheiße, egal. Ja, reinballern müssen wir auf jeden Fall. Erstmal reinlunzen, Leute. Und dann gucken wir mal, was der Junge hier macht. Boah, also immer noch 3 Gegenschaden ist halt viel, ne? Wenn er näher kommt, ist er eh in meinem Missile-Regen. Problem ist nur, dass ich natürlich auch meinen Missile holen kann. Gefällt mir jetzt eher semi, ne? Wird, glaube ich, tatsächlich den Kampfpanzer mal hier hinstellen. Damit er mal lieber den angreift. Damit würde ich mal hier hinfahren. Oder würde ich das erstmal in Sicherheit bringen. Das Ding ist, wenn er so viele verschiedene Ziele hat, weiß ich nicht, ob er die richtige Entscheidung treffen wird für sich. Boah, das ist gut für uns. Ich stelle dich mal hier hin. Und dich mal hier hin. So. Ja, ihr Jungs könnt mal hier hingehen. Aber du musst noch überlegen. Ja, und du schützt mal hier. Das ist okay. Ein bisschen gefährlich, die kriegen ein bisschen auf den Sack. Aber ich bilde mir fast ein, das macht nichts. Oh, fuck. Das könnte jetzt natürlich sehr scheiße sein. Oh, Alter, ich habe das Flak gar nicht beachtet da unten. Fuck. Seine Spezialattacke ist halt so unfassbar scheiße für uns. Das Ding ist, er kann halt jetzt einfach nochmal ziehen und mich einfach komplett aus dem Leben bumsen. Oh, das ist einfach nur dumm, was ich da gemacht habe. Das ist okay. Damit kann ich wohl existieren, aber ist der Bomber jetzt so am Arsch, das ist beschissen. Als ob sie die finishen. Okay, ich dachte nicht, dass das Kind reichen würde. Immer richtig surprised. Kleine Wichte wie du will mich niemals bezwingen. Das ist halt richtig bitter jetzt. Ich hasse diesen Blitzschlag. Das ist so eine OP-Scheiße. Er ist zwar jetzt irgendwie ein bisschen schwächer, aber guckt euch die Kacke an. So wäre sonst niemals
aber ein Heli gekommen. Und trotz des Debuffs hat er mich einfach komplett aus dem Leben gefickt, Alter. Oh nein. Oh, ich glaube, wir verlieren das. Ich glaube, wir verlieren das tatsächlich. Scheiße. Das hat richtig bitter. Ja, stimmt, das Flak kann natürlich auch nochmal angreifen. Boah, Junge, fick dich doch hart, ey. Und ich dachte mir so, oh, ist aber ziemlich leicht, Alter. Ja. Es wäre nur halb so schlimm, wenn er nur einen Zug machen würde, ja. Fuck. Das ist enorm beschissen. Das ist richtig beschissen. Gut. Ich muss mit dem Bruder jetzt ganz schnell los und die Jungs da drüben retten. Aber der ist mir halt im Weg. Ne? Und ich kann nichts tun, um ihn zu töten. Boah, das ist einfach eine richtig beschissene Situation. Ich nehme alles zurück, voll die schwere Mission. Der Transport-Heli ist sowas von weg. Also safe, das kann man nicht mehr retten. Die Scheiße hier. Da haben wir auch einfach verloren. Da können wir auch nichts mehr tun. Ja, ich glaube, ich werde die Mission nochmal neu starten müssen, Leute. Fuck, ey. Aber wenigstens den können wir nochmal dran kriegen. Das ist so ärgerlich. Aber die Bomber, die können ich einfach wüten. Die können mich einfach komplett aus dem Leben bumsen jetzt. Spezialattack ist einfach so krass nutzlos. Ja, ich nutze sie mal trotzdem. Um den Jagdjet da drüben wieder voll zu kriegen. Ja, perfekt. Ich glaube fast, wir können das nicht mehr gewinnen, um ehrlich zu sein. Meine Infanterieeinheiten werden jetzt alle weggebombt vom Bomber. Ich kann mich hier nicht wirklich nähren, weil der Bruder mich einfach komplett aus dem Leben ballert. Also der hier. Alles etwas scheiße. Ich werde oben lang fliegen müssen und das ist einfach nur dumm. Ja, aber hilft nichts. Wir müssen da mal jetzt lang fliegen. Das ist halt richtig bitter hier. Wir stellen uns mal hier hin und klären den Jungen hier auf dem Berg. Denn dann ist der Raketenwerfer die einzige Einheit, die ihn angreifen kann. Ja, und hier sind wir halt einfach alle gefickt. Happy End, Alter. Der Bruder kann da auch nicht los jetzt. Das ist einfach alles richtig scheiße. Du kannst dich in die Berge flüchten, aber... ist eigentlich RIP. Haben wir einfach verloren. Ich brauche eine Einheit, die die Base da oben einnimmt. Die ist unglaublich wichtig. Wenn die stirbt, dann kann ich die Mission eigentlich neu starten. Das ist einfach so bitter, ey. Oh mein Gott, ich habe nicht mal das Flak beachtet. Boah, Leute, es wird immer schlimmer. Es wird einfach immer furchtbarer. Klar, jetzt wo meine Dingens-Einheit weg ist, meine Transport-Heli-Einheit, können sie natürlich doch die Scheiße da auch angreifen. Vielleicht können diese edlen Recken wenigstens diesen Panzer töten. Mal sehen. Das ist halt so bitter, dass wir überhaupt noch existieren, ja. Fuck my life. Ja, stell du dich mal hier hin. Obwohl, ne, ist auch. Ist alles so beschissen, Leute. Ja, du bist eh komplett nutzlos gerade momentan. Du kannst ja mal hier hin cruisen, ist gar kein Problem. Jetzt wo der Jäger hier ein bisschen beschäftigt ist.
Ja, die Jungs sind einfach komplett, keine Ahnung, was ich mit denen machen soll. Ist einfach over, weil der jetzt ist jetzt bald stark genug, um uns abzufacken. Das Einzige, was sie noch machen könnten, was sinnvoll wäre, ist diese Einheit hier zu töten. Und ich weiß nicht, ob sie das schaffen. Nein, tun sie nicht. Fuck my life. Die sind tot, die Jungs. Die sind sowas von tot. Ah, macht ihr überhaupt irgendwie Schaden? 4%. Okay. Lass mal. Mach mal lieber so. Immerhin ist dieser Panzer dann weg. Ich meine, ich probiere es, aber... Boah. Ich sehe da nicht die größten Zukunftsaussichten jetzt. Ja, wir kümmern uns erstmal um den, der ist gefährlicher. Denn die Artillerie, die kann uns ja nicht einfach so angreifen, die muss sich erst bewegen. Du Bruder, fährst mal weiter. Ne, eigentlich will ich, dass du repariert wirst erstmal. Weil du bestimmt noch abgefuckt wirst von den anderen Husos. Also machen wir mal so. So. Was machen wir mit ihm? Ja, flieg halt auch oben lang, ne? Vielleicht kann ich dich noch für irgendwas nutzen. Also er müsste schon richtig dumm sein, um jetzt noch zu verlieren. Sind wir mal ehrlich. Ja, das habe ich befürchtet. Ich hoffe, der Kampfpanzer überlebt das. Fuck my life. Was für eine Riesenscheiße. Sigi, aber die Jungs... Achso, ja, der war auch angeschwächt. Ist okay. Ja, das war klar leider, dass die Jungs nicht die besten Chancen haben werden. Aber wenn er richtig dämlich ist, kann ich mich hier über die Berge hinlümmeln. Mit irgendeiner Infanterieeinheit und die ganze Scheiße hier einnehmen. Aber, boah, darauf will ich echt nicht mein Erstgeborenes verwenden. Ja, du tötest erstmal den hier, der ist nervig. Oh Gott, sorry, Leute. Du kümmerst dich um den Huso, der hat schon genug Schaden angerichtet. Vielleicht einte die Einheiten, ja. Das könnte sein. Wann sind wir in der Range von dem Jungen hier? Okay, dann komm du erstmal hier hin. Du fliegst nochmal da lang. Das ist gut. Aber wir haben so wenig Einheiten, Leute. Ist einfach alles over. Und er hat fast einen Bullshit-Blitzschlag wieder voll. Dieser Blitzschlag ist halt so ekelhaft, ne? Der Kampfpanzer ist halt der größte Hurensohn jetzt. Gut, kümmern wir uns erstmal um den Bruder hier. Immerhin ist dieses Mist jetzt weg, aber ich wage mich mal weit aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, das wird nichts mehr, Jungs. Stellen den nochmal hier hin. Ja, mal da. Hätte ich auch den Transport-Heli, dann vielleicht schon. Aber so, no fucking way. Nicht mit den Huso jetzt hier drüben. Das ist jetzt natürlich schwierig, ne? Irgendeine Strategie, wie ich an diesen Jungs hier vorbeikomme. Oh, ich habe eine Idee. Aber die ist ein bisschen dreckig. Es sollte okay sein. Okay, okay, okay. Ich habe eine richtig gute Idee. Aber so muss das erstmal in der Runde bleiben. Okay, Moment. Der kann einfach hier hinfahren. Oder... auch dorthin fahren.
möchte, dass du dich mal hier hinsetzt, denn du kannst nicht angegriffen werden von den ganzen Jungs. Und du stellst dich einfach mal hier hin. Und fuckst schon mal den Jungen ab, aber nicht so sehr, dass er stirbt, denn so muss er ihn erstmal wegbewegen und ich weiß nicht, ob die KI so klug ist. Um mich damit den Kampfmantel anzugreifen, versteht ihr? Und du kannst einfach mal hier reinballern und den schon mal abfangen, weil der gefährlich ist. So, und dann kann ich mit meinen Infanterie-Jungs, wenn das lang genug hält, da durchlatschen. Was ich aber mal stark bezweifle, dass das einfach so klappt, aber mal gucken. Mal sehen, wie lange auch der die Jets noch in der Luft bleiben können, ne? Ja, das habe ich leider befürchtet, aber ist halt leider jetzt so. Tough life. Er hat noch einen anderen Jet da drüben. Fick mich doch in meinen Anus, Alter. Jetzt kann er sich mit dem Kampfpanzer durch. Hä, wieso ist er nicht mit dem Kampfpanzer durch? Die Frage ist jetzt natürlich, ob er einfach dumm ist. Info, bist du dumm? Okay. Ja, das ist scheiße, da komme ich jetzt nicht entlang. Und ich komme nicht an den Typen ran. Ah, sackt. Ja, hilft nichts, Jungs. Let's go. Irgendwer muss hier durch jetzt. Ja, du musst hier jetzt weiter. Und du musst jetzt gefinisht werden. Und dann sind wir jetzt immer noch gefickt und alles stirbt. Ja, das ist okay. Ja, ich muss jetzt so ein bisschen auf so ein kleines Wunder hoffen und das, mal schauen, dass die KI einfach dumm ist, weil ich einfach so verkackt habe. Ah ja, wir geben ihn einfach, wir gönnen ihn das einfach jetzt, okay? Wir sollen mal damit den hier angreifen, dann steht er hier. Da kann er schon mal nicht hier angreifen, dann kann er auch nicht hier angreifen. Dann kann er aber hier angreifen und er, ja, könnte dann vielleicht von hier hier angreifen, aber mal gucken. Wir werden uns gedulden müssen, Leute. Er hat sein fucking... Nein, okay, er hat seinen Blitzschlag noch nicht voll, das ist gut. Glück gehabt. Jetzt steht er sich nämlich selber im Weg, wenn ihr versteht, was ich meine. Ach nee, nicht mal, mein Einheit ist nicht mal tot. Jetzt aber schon. Er hat seinen Blitzschlag voll, okay, wir haben verloren. Jedes Wunder ist wieder verklungen, Leute. Wir können es nicht mehr schaffen. Aber wir gucken uns noch an, wie er uns zerstört. Eieiei. Okay. Oh, er probierte genau die gleiche Scheiße wie ich. Guck mal, da unten. Falls überhaupt nötig sein wird. Als ob er mit seinem Flak meinen Jagdpanzer angreift. Das ist der größte Disrespect, den ich je gesehen habe. Was für ein Hurensohn. Komplette Vernichtung, ey. Oh, ist so over. Es ist einfach so over. Mit seinem beschissenen Blitzschlag. Ohne das hätten wir es vielleicht sogar noch schaffen können. Wenn die Mecheinheit hier durch die Berge gekommen wäre. Weil die müssen ja alle außen rumfahren. Außer die Jets. Und die können nicht angreifen. Dementsprechend hat das geklappt. Aber so ist einfach over, Leute. Ist einfach vorbei. Okay, ich probiere das einfach nochmal und schalte euch dazu. Haut rein. Also bis gleich. Also. Der Part ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. So, Leute. Das Blatt hat sich ganz schön gewendet. Der einzige nennenswerte Unterschied ist halt einfach nur, dass ich die Jäger nach oben positioniert habe, statt sie unten zu lassen und auf den Typen zu jagen. Und so habe ich erstmal alles komplett auseinandergenommen. Der hat jetzt hier angegriffen mit seinen Jägern und seinem Bomber erstmal hier durch, aber hat einfach gar keine Chance. Jetzt ist da noch ein Bomber da. Oder anderer hier drüben und sonst hat er gar keine Flugeinheiten mehr. Der hat jetzt seine Spezialattacke voll, aber... Ich habe das Gefühl, wir könnten tatsächlich ganz gut dabei sein, Leute. Sogar die scheiß Missiles haben sich gelohnt, ja, mit ihrer beschissenen Reichweite. Sogar die haben wen auseinandergenommen. Das werden sie schon wieder anscheinend. Oh mein Gott, das hat nicht mal gereicht, wie nice. Das ist einfach nur gut. Ja, okay, das wird eh nichts bringen oder kaum was. Das ist schon okay. Den Schadenspunkt, den genehmige ich ihm. Ist in Ordnung.
Keine Wichte wie du, Andy. Oh. Ja, komm, Junge. Es ist einfach nur over. Wir fahren das jetzt nach Hause und dann gehen wir alle nach McDonald's oder so. Und haben eine gute Zeit. Scheiße, das wird reichen. Jupp, dann war es das damit. Ja, macht nichts. Ist okay. Flugeinheiten brauchen wir gleich eh nicht mehr. Oder nicht mehr so viele. Jawohl. Ist schon scheiße, jetzt können wir unsere Munition und so für unseren Bomber und ähnliches nicht mehr auffüllen. Das ist etwas schlecht. Aber ich möchte, dass er schon mal den Kampfpanzer hier finisht. Das ist nämlich enorm nervig. Sehr schön. Und der kann ja immer noch mit seinem MG rumballern, ne? Why? Der kann auch erstmal sich mal langsam um die Artillerie hier kümmern. Ja, ist auch eine gute Idee. So, dann kann der Missile-Bruder den hier noch wegballern. Tschüss. Es war sehr nett, mein Freund. Schade, dass du jetzt tot bist. HXD. Ich glaube sogar im zweiten Teil des von Advance Wars wurde Eagle nochmal genervt. Und seine Fähigkeit geht dann auch echt nur auf Flugeinheiten, nicht auf alles, was er schon mal bewegt hat aus der Infanterie. Das ist schon OP. Ja, dann düsen wir hier mal rüber, holen uns den anderen Bomber noch. Und dann ist er auch gut, ne? Hier bei den Losern, da kommen wir jetzt locker durch mit unseren Einheiten. Ist da ein bisschen nervig, hier sich durchzuschlängeln, aber na, mein Gott. Der ist halt ein bisschen nervig. Ich glaube, ich fahre mal lieber nur hier hin. Und ihr Jungs könnt ja über die Berge kommen. Okay, passt. Läuft einfach richtig gut, Leute. Ja, komm, erober dir noch ein bisschen was, okay. Es gibt nur ein Gebäude, was hier erobern muss. Und das ist dein Hauptquartier, mein Freund. Das hole ich mir. Das ist schon okay. Vielleicht kriegen wir noch Super Tuning voll. Dann können wir uns eh nochmal heilen. Ganz entspannt. Vielleicht auch nicht. Ja, ey. Who cares? Wir haben hier noch einen Kampfpanzer in vollen. Der sollte sich um die ganzen Loser hier noch kümmern können. Sagte ich. Und der Bruder hier überlebt einfach mit 1 HP. Ist einfach nur krass. Ja, schießt du mal lieber hier rein, Ehre. So. Würde ich 10 Schaden machen? Ja, locker, easy. Ja, dann mach mal. Sehr schön. So, da kommst du nochmal rum und kümmerst dich mal. Kannst dich um nichts kümmern, ne? Das ist ein bisschen schlecht. Ja, dann kümmere dich um den. Ist das schon mal geschwächt, das ist gut. Hier, der Heli kann ja, muss ja keine Raketen einsetzen. Der kann ja hier ein bisschen in den reinballern. Der könnte noch gefährlich werden für meine Panzer. Also für meinen Jagdpanzer, aber sonst. Sonst hier entspannt. Ich glaube, es ist sogar schneller für mich, alle seine Einheiten umzubringen und nicht unbedingt die Basis zu erobern. Ja, stell dich ruhig mal hier an. So, tschüss. Auf Wiedersehen. Ja, vielleicht nicht ganz, aber na dran. Kommt der doch ran? Ja, wunderschön. Hau rein, Bruder. Ja, wir töten einfach erstmal alles, das war okay. Hier, der Bomber kümmert sich um den kleinen Jagdpanzerlein hier. Ist das auch schon mal weg? Und wenn er dann nochmal in die Mitte fliegt, dann ist es auch die restlichen Truppen wahrscheinlich nicht mehr ganz zur Existenz, ja. Das ist einfach nur noch traurig, was ich hier sehe. Oh, hat sie geeint. Oh, wow. Hot. Okay. Ja, ich glaube, du kommst nicht dran, okay. Ja, dann mach du was, die Scheiße hier. Ist okay.
Sehr, sehr schön. Können wir nochmal hier reinballern. Und dann war es das schon. Nur der Anfang hat gezählt, wirklich. Also der Rest, der war dann einfach nur easy peasy durchzocken. Alles ganz entspannt. Ich glaube, das würde sich sogar mehr lohnen, ne? Ja, locker, ey. Oh, Entschuldigung, Leute. Ich bin aber noch nicht ganz fit, leider, aber... habe halt richtig Bock aufzunehmen, ne? Ja, Igel, scheiße, ne? Alter. Los, raus mit der Sprache. Warum verfolgst du mich? Ich bin nicht den Ahnungslosen. Lauser. Bruder, was für Lauser. Glaubst du, ich vergesse, was du Green Earth angetan hast? Wie bitte? Dein Gesichtsausdruck während des Angriffs werde ich nie vergessen. Nein, du liegst völlig falsch. Das kann ich nicht gewesen sein. Hältst du mich für einen Trottel? Junge, ich habe dein Gesicht gesehen. Ich sag dir, das war ich nicht. Warum sollte ich andere Länder angreifen? Weshalb? Eddie, wieso bist du nochmal Kommandant im Militär? Nun gut, ich nehme dich bei Wort für den Augenblick. Ja, jetzt ist okay, ist gut, dass ihr euch ausgesprochen habt, Jungs, nachdem so viele Menschen in dieser Schlacht gestorben sind. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Auch Drakes Meinung dazu muss berücksichtigt werden. Aber glaub nur nicht, dass ich dir vertraue. Solltest du lügen, dann wirst du bereuen, dass du geboren wurdest. Jo, alles klar. Ich war das nicht, ich schwör's. Bam, bam, bam. S-Rang, jo. Dab, dab. Ist ja fast so, als wäre die Mission wirklich leicht und man weiß, was der Gegner tun wird. Eine Goldmaus. Leute, ich bin einfach ein richtiges Pimpmäuschen. Okay, ja, aber ich würde sagen, das erste Mal für heute von Advance Wars. Haut rein. Ciao.